Hey meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch die Review zu Anastasia Beverly Hills Kontopalette bringen. Mein Gesicht ist soweit fertig. Ich habe alles gemacht, also die Foundation ist drauf, mein Concealer ist drauf und Bronzing Powder. Allerdings habe ich meinen Concealer noch nicht gesettet und ich habe auch noch nicht konturiert. Und wie ich das Ganze mit dieser Kontopalette mache, zeige ich euch jetzt. So schaut die Anastasia Beverly Hills Kontopalette aus. Die ist schlicht schwarz und mit Silber steht hier Contour Kit und hier unten ihr Name. Ich persönlich dachte, dass die Palette echt größer ist. War ein bisschen erschrocken, als ich sie dann in der Hand gehalten habe. Jedenfalls kommt die mit 6 Farben und zwar mit 3 Konturfarben und 3 Highlightfarben. Ich persönlich benutze Vanilla. Diese Farbe für meine Stirn, für meine Nase und für mein Kinn. Und meinen Concealer sette ich immer mit Banana und konturieren tue ich mit der Farbe Fawn. Ich teste immer so ein bisschen aus, aber die 3 Farben sind so die Farben, mit denen ich am allerliebsten arbeite. Die Palette, wie ich sie so habe, kann man, glaube ich, nicht mehr bestellen. Das heißt, man kann sich jetzt die Farben, die man möchte, selber zusammenstellen. Es gibt 3 Kategorien. Also ich habe jetzt sozusagen die hellste, also die Palette für die Hellhäutigen. Dann gibt es noch Medium und ein Dark. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass die Konturfarben und die Highlightfarben ein Stückchen heller gewesen wären, weil ich bin ja kreideweiß und es gibt halt Leute, die hell sind, aber trotzdem ein bisschen dunkler als ich. Also wäre das so, es wäre perfekt gewesen, wenn es noch ein Stückchen heller gewesen wäre. Wie ich mit der Konturpalette arbeite, zeige ich euch jetzt, also so wie ich in meiner Routine weitermachen würde und ich würde sagen, dafür stecke ich mir erstmal die Haare hoch. So, und damit die Haare nicht in meinem Gesicht rumfliegen, nehme ich mein Lieblingsband hier von DM und stecke mir erstmal die Haare weg, beziehungsweise die Härchen. So, und ich würde sagen, wir fangen an. Ich würde jetzt einfach mit dem Konturieren weitermachen. Wie ich eben schon gesagt habe, Bronzer habe ich drauf und jetzt fange ich an zu konturieren. Mache ich weiter mit dem Highlight, beziehungsweise sage ich noch kurz was zu Kontur. Also ich habe jetzt mein Gesicht konturiert und meine Nase, mein Kinn und jetzt würde ich highlighten. Und zwar unter meinem Auge und meine Stirn, meine Nase und mein Kinn. Zum Highlighten unter meinem Auge habe ich ja eben schon gesagt, nehme ich am liebsten die Farbe Banana. Damit gehe ich, also ich gehe jetzt mit dem Pinsel durch die Farbe, also so mache ich es am liebsten, klopfe den das meiste halt ab und dann sprühe ich das mit Fix Plus an. Warum ich das ansprühe? Weil ich dadurch einfach den intensivsten Effekt sozusagen habe und das mache ich jetzt. Meinen Concealer habe ich mit der Farbe Banana gesettet und ich mache jetzt mit der Farbe Vanilla weiter. Mein Concealer ist eher gelbstichig, deswegen sette ich, also für mein Bedürfnis, meinen Concealer gerne mit Banana und diese Stellen, also meine Stirn, meine Nase und mein Kinn sette ich halt einfach damit. Also mit Vanilla, weil ich mag das nicht, wenn mein Gesicht an manchen Stellen dann zu hell ist. Unterm Auge mag ich es gerne, aber dann habe ich es hier an der Stirn, an der Nase und am Kinn ein bisschen schlichter. Ich habe jetzt konturiert und gehighlightet. Jetzt würde ich einfach mit einem Blush weitermachen und das zeige ich euch jetzt. Der letzte Schritt ist Highlighter und diesen trage ich jetzt auf. So arbeite ich persönlich mit der Konturpalette am liebsten. Ich probiere natürlich für mich immer so ein bisschen aus und gucke, was so das Perfekte für meine Bedürfnisse ist. Aber so wie ihr das gesehen habt, so arbeite ich halt schon seit Wochen damit. Und kurz möchte ich euch noch was zu den einzelnen Farben sagen. Über eine Farbe habe ich noch nicht gesprochen und zwar ist es die Farbe Sand. Also Banana und Vanilla sind beide matte Farben und Sand ist halt mit Schimmer drin. Die habe ich in dem Video jetzt nicht benutzt. Im Video habe ich ganz normal meinen Mary Luminizer von The Balm genommen.
Also mit der Farbe probiere ich noch so ein bisschen rum. Was ich manchmal mache, ist, dass ich Sand und Vanille ein bisschen mische. Ich weiß noch nicht, wie ich zu dem Ganzen stehe. Ich bin noch in der Probierphase, aber so bleibt die Farbe für mich erstmal uninteressant, beziehungsweise noch in der Testphase. Komme ich zu der Kontofarbe Java, das wäre jetzt diese hier. Diese habe ich auch schon mal ausprobiert, allerdings nicht in diesem Video. Wie gesagt, ich probiere selber immer noch für mich aus. Die Farbe ist eher kalt, hat allerdings auch einen warmen Touch. Ich würde fast sagen, so ein rosabraun, also ein Braun mit so einem leichten Rosastich, lässt sich super verblenden, allerdings für meine Haut ein bisschen zu dunkel. Die Farbe, die ich benutzt habe zum Konturieren, ist die Farbe Fawn. Es hätte für meine Haut ein Stückchen heller sein können, aber trotzdem arbeite ich mit dieser Farbe am allerliebsten. Ich würde die Farbe eher als kühl beschreiben, fast gräulich, also ein Braun mit so einem grauen Unterton und für meine Haut immer noch am allerbesten. Die letzte Farbe in dieser Palette ist die Farbe Havana. Das ist schon fast ein Rotbraun, möchte ich sagen. Ich würde sagen, das ist eher für wirklich braun gebrannte Leute. Für mich als Weißkäse bzw. Weißbrot ist es halt echt nichts. Trotzdem eine sehr, sehr weiche Farbe lässt sich, also beziehungsweise von der Konsistenz, die ist sehr weich und lässt sich super gut verblenden. Ich benutze das eher als Bronzer, also in diesem Video gar nicht benutzt, aber ich experimentiere und gucke, also es kommt meinem Yves Saint Laurent Bronzer schon, also es ist schon ein bisschen ähnlich, allerdings zum Konturieren ist die Farbe für meine Haut nichts. Die Anastasia Beverly Hills Palette habe ich persönlich geschenkt bekommen von meinem Mann. Die hat $40 gekostet und er hat sie direkt bei Anastasia Beverly Hills bestellt. Also da kommen natürlich halt auch Versandkosten dazu. Wie hoch die waren, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ihr könnt auf jeden Fall bei Anastasia Beverly Hills gucken. Ich verlinke euch das nochmal, damit ihr direkt halt auf die Seite kommen könnt. Und ihr müsst natürlich selber für euch entscheiden, ob die Palette euch das wert ist, dieses Geld auszugeben und dann noch halt die Versandkosten und so. Also für mich persönlich ist es die perfekte Palette. Ich habe sowieso immer für mich versucht, Highlightfarben zusammenzustellen und Konturfarben und habe immer nie das Perfekte gefunden. Und mit der Palette hat sich dieses Thema für mich absolut geklärt. Wenn die alle geht, ich habe zwar noch ein paar und ich hätte sie mir aber trotzdem nachbestellt. Also das ist für mich ein Hauptbestandteil meiner Make-up-Sammlung. Übrigens trage ich die Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills. Oh mein Gott, wie hammerhart kann ein Produkt sein? Ich liebe es, ich benutze es jeden Tag und teste es sozusagen aus. Und wenn ihr eine Review zu diesem Produkt haben wollt, dann müsst ihr bei Ebru's Beauty Lounge vorbeischauen. Sie macht nämlich eine Review zu der Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills. Das, meine Lieben, war die Review zu Anastasia Beverly Hills Konturpalette. Wenn ihr noch Fragen zu der Palette habt, immer her damit in den Kommentaren. Ich versuche natürlich alles zu beantworten. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.